Tell her I'm sorry. Vielleicht entdecken wir jetzt, wen er oder das Leuchtebild eher gesagt mit Hör meint. Und was wir da sorry sagen sollen, also wo wir uns dafür entschuldigen sollen. Ich bin gespannt. Muss ja nicht immer positiv sein, wenn man sich entschuldigt. Ah ne, da wollten wir noch nicht hin. Da waren ja die Maulwürfe, denke ich mal. Blopp. Dankeschön. Da ist unser Katzenbegleiter. Den holen wir da auch noch raus. Nein, das wollen wir haben. Dankeschön. Konnten wir mit dir irgendwas... Nein, nee, das konnten wir ja nicht sagen. Ah, da war der Totan. Stimmt. Dann düsen wir nochmal zurück. Weil wir müssen ja irgendwo dieses andere schwarze Ding herbekommen. Wo wir dann den Alligator mit, hier mit... Ah, stimmt, das war hier drin. Mit Täuschen. Dick. Genau, dankeschön. Genau, und hier brauchten wir ja auch noch die Laterne dann für. Oh. Wo wir dann ja gar nicht weiterkamen, weil es zu dunkel war. War das da schon? Ich glaube schon. Und wenn nicht, sehen wir das dann ja noch. Genau, hier haben wir unsere... Katzenschnur bekommen. So, danke schön. Und wir gehen wieder. Oh ne, nach oben. So, Katzenbegleiter. Dich bekommen wir jetzt auch. Schwupps. Flupp. Ja, fast wie Susi. Bloß, dass Susi sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Apropos Susi, die schläft nämlich gerade ein bisschen hinter uns. Hinter mir. Meine ich natürlich. Die hat schon ein hartes Leben. Das muss ich ihr mal zulassen. Schlafen, essen, Unsinn machen, wieder schlafen, ab und an mal auf Toilette gehen, schlafen und essen. So ein Leben muss man haben, ey. Schwupps. Können wir da nicht jetzt schon das machen? Warte mal, ich probier's mal. Das. Ja. Genau, weil das bekommen wir nämlich gleich vom Vogel. Wäre ja unschlau, hier nochmal herzulaufen.
wenn wir das sowieso schon haben. So. Und da ich das gerade eben erst alles neu gespielt habe, weiß ich auch noch so ungefähr, was man alles sagen muss. Es ist ja praktisch. Jetzt kriegen wir das und dahin. Homps. Ja. Gut. So, was haben wir denn alles? Wir haben die Laterne. Gehen wir die jetzt... Oh, warte mal, was? Hallöchen, meine Bärchen. Und hier ist einmal die Stimme aus dem Schnitt. Ich bin mir nicht sicher, was mich da gerade abgelenkt hat. Aber danach habe ich anscheinend nicht mehr geredet und ich habe auch nichts mehr kommentiert, warum auch immer. Bis ich das Spiel einmal komplett durchgespielt habe, danach habe ich nochmal nach Easter Eggs gesucht, weil ich Errungenschaften noch nicht freigeschaltet habe. Da habe ich dann auch wieder gesprochen. Die hänge ich jetzt noch hinten dran, da kommt dann auch nochmal eine Verabschiedung. Also hören wir uns gleich wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Löchenbärchen und ich bin's wieder in diesem Bild. Ich habe mich immer noch gewundert, was es sich denn mit dem Tell her I'm sorry zu tun hat. Also habe ich das mal nachgeschaut. Es hat nämlich mit dem... Oh, ich hasse Donner. Egal, ob es im Real Life oder im Spiel ist. Okay. Es hat also mit dem Grabstein hier zu tun. Der Typ, der Leuchtetyp unten im Tunnel hatte ja so ein ähnliches Notending auf dem Bauch oder ein gleiches. Und er meinte seine Verstorbene. Darum ist das S hier auch noch nicht frei. Also sagen wir ihr mal Entschuldigung. Das ist wirklich süß. Oh, wir haben ganz viele Errungenschaften freigeschalten. Who's your daddy? Musician. R.I.P. Und noch eins, was ich jetzt gerade so schnell nicht lesen konnte. Aber wir haben auch ein Bild freigeschaltet. Und das seht ihr jetzt hier. Oh, wir haben mehrere Bilder sogar freigeschalten, die ich gar nicht gezeigt habe, glaube ich. Genau. Die Frösche. Süß. Und wir haben noch ein Bild ohne... Doch, da! Mit... Von Epo. Ein buntes Bild von Epo. Sehr schön. Wir haben alle Bilder. Tell him you want Nyandat. Nein, wie geil! Sehr schönes Easter Egg. Tell him you want Nyandat. Nyanket. Nyanket. Das war kein D, das war ein C. Alles klar, gut. Nyanket. Sehr schön.
So, mal schauen, ob es gleich nochmal was anderes gibt, ob wir nochmal auf den Boden gehen und den Schrank begutachten. Vormanns, wow. Aber ich bin sehr froh, dass ich das nochmal gespielt habe. Vorhin allein, um die Bilder alle zu sehen. Und die Easter Eggs sind ja super, super süß. Vorhin das mit dem Sorry hätte ich wahrscheinlich nicht herausgefunden, weil ich einfach den Zusammenhang nicht gesehen hätte. Aber cool, sehr, sehr schön. Und da ist sie wieder komplett bunt. Ah, wir schauen noch mal auf den Boden. Okay. Schwupp. Wie man das Hello einfach hört. Huch. Ach doch, stimmt, jetzt erinnere ich mich dran. Wir hatten das schon. Wir hatten das uns angeschaut. We meet you again. Sehr, sehr schön. Also mir hat es sehr, sehr schön gefallen. Vor allem jetzt auch dieses kleine Versteckspielen mit den ganzen Bildern. Ich würde es jedem empfehlen, das auch mal zu spielen. Ich habe daran jetzt circa mit den anderen Folgen zusammen 4 Stunden gesessen. Also es ist kein Spiel, womit man sehr, sehr viel Zeit verschlägt. Wir haben hier auch die 101% bekommen. Siehst du, da war ich nämlich noch nicht ganz fertig. Da habe ich aus Versehen neu angefangen. Gut, alle Bilder haben wir gefunden. Im Hintergrund seht ihr nochmal, wie sie alle ablaufen. Und dann hoffe ich, dass ihr mit dem Spiel viel Spaß hattet. Beim nächsten Mal werden wir natürlich mit einem anderen Game anfangen und mal schauen, für welches ich mich entscheiden werde. Seid gespannt. Dann verabschiede ich mich hiermit komplett. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.